Nürnberg schreibt Geschichte. Verehrte Fans, verehrte Menschen, verehrte Spieler des Sports Fußball. Heute ist der etwas andere Samstag. Ja, der 182. historische Samstag. Und ich bin aus Nürnberg und es findet hier ein Derby statt. Und es ist die Frage, warum bin ich mit dem Filmbike Galacom.tv nicht in diesem Stadion, obwohl ich Fan bin vom FC Bayern? Gibt zu denken, ja. Weil ich nicht wollte, dass in irgendeiner Weise ich nochmals diskriminiert werde, dass ich für kranke Kinder, für Gendefekte nicht positive Emotionen mit einem professionellen Equipment, mit Panasonic-Kameras aufzeichnen darf. Ich habe bewusst diese Emotionen jetzt mit dem Hintergrund gewählt, denn die Ereignisse in Nürnberg, dessen Ortes, haben historische Vergangenheit und mehr Mensch 2011 hat man scheinbar noch nicht dazu gewonnen und gelernt. In diesem Sinne, schreiben Sie mir eine E-Mail, was man da tun kann. Explizit meine ich nicht die Fans des FCN, denn die haben Vorbildcharakter. Und explizit auch nicht die Fans vom FC Bayern, die haben auch Vorbildcharakter. Wobei manche mal aus der Reihe tanzen und eben Herrn Uli Hoeneß diskriminieren, wie auch immer. Das sollte man unterlassen, wenn man weiß und nachdenkt, wenn man das kann, was er alles unternommen hat für mehr Zivilcourage. Ja, das war's erstmal für dieses Video. Es sind aber noch mehrere Videos garantiert demnächst, auch bei Hallo Deutschland oder bei MDR Brisant oder eines der anderen Foren zu sehen, ausschnittsweise. Vielen Dank und weiterhin viel Glück dem FC Bayern, dass er irgendwie ein Unentschieden holt oder so. Er braucht ja die Punkte für die Champions League, denn Uli Hoeneß sagte explizit, und es kann nicht sein, dass der FC Bayern beim Austragungsfinalort 2011-2012 nicht in der Champions League mitspielt. Das wäre fatal. Also, auf geht's, alle Kräfte zusammenreißen, die Punkte holen und irgendwie nach Möglichkeit schon vorher, damit man sich besser erholen kann, Platz 2 vor dem letzten Spieltag zu haben. Also viel Glück und vielen Dank nochmal für den anderen Empfang Meisterschaftskorso 2010 in München. Ja, wie gesagt, der FC Bayern, der schreibt eben mit anderen Vorzeichen menschliche Werte nach oben und nicht nach unten. Vielen Dank.